Oh, dieser Geruch! Dieser Geruch von der Zweitakter, ey! Oh, geil! Ein weiterer Motovlog von mir und heute ein bisschen bei Dunkelheit unterwegs. Ich habe mir gedacht, nach Feierabend ist zwar schon dunkel, aber temperaturmäßig geht es noch voll. Also hau ich mal einen Motovlog raus. Heute werde ich ein bisschen rumfahren und mich mit einem Typen aus dem letzten Video treffen. Na, fahren wir eine Runde. Ich habe in den letzten Tagen mega Bock immer zu fahren. Aber es ist einfach mega scheiße, wenn man von der Arbeit kommt und es schon dunkel ist. Und heute war es so warm, dass man dann noch fahren kann, dass es noch aushaltbar ist. Also es ist echt gerade nicht unangenehm kalt oder so. Solange wie ich jetzt bis zum Treffpunkt mit ihm fahre, solange werde ich wahrscheinlich ein bisschen Mucke reinballern. Beziehungsweise im Zeitraffer die ganze Sache auch ein bisschen ablaufen lassen mit Musik. Der Typ müsste jetzt irgendwo hier sein. Er hat geschrieben an einer Aral-Tankstelle. Hier kommt gleich eine Aral-Tankstelle. Ich hoffe mal, dass er da ist. Und dass es keine andere Aral-Tankstelle ist, die er meint. Da sehe ich doch schon die Aral-Tankstelle. So, hoffentlich ist er da jetzt auch. Wenn er keine andere Aral-Tankstelle meint. Da ist er doch. Da hat er sich versteckt. Ich fahr einfach mal. Oh, Leerlauf. Ich fahr einfach mal direkt an ihm vorbei. Musstest du dich so verstecken oder was? Nee, ich stand hier bei mir. Ich fahr hier lang. Ich denk so, hä, ist der da nicht? Meint er an anderer Aral-Tankstelle? Wollen wir nach Bündefalle, wird noch jemand mitkommen. Können wir machen. Der Zweitakter, der Füller. Können wir machen. Da will man einmal illegal ein bisschen heizen. Und dann rasen die Weiber da über die Straße. Yo, ich hätte die spammen müssen. Ich hab vergessen, dass ich Spam-Karte dran hab. Oh Mann. Scheiße ist nur, ich habe keinen Ersatzakku dabei. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange der eine Akku, den ich drin habe, wie lange der hält. Kann sein, dass die GoPro einfach mittendrin abschmiert. Wenn ich keine Abschiedsworte raushaue, dann wisst ihr, dass die Kamera abgeschmiert ist. Meine Visier ist wieder total am Beschlagen, ey. Kann ich direkt wieder zu Luis gehen und mich da beschweren? Das geht mir voll auf den Sack.
Der ist Doppi, nice. Was? Nice. Immer noch zu wenig Tempo. Ach, sind sie am Warten. Nice. Zu welchen Kläffern führen die mich jetzt, ey? Jungs, gleich werde ich ausgeraubt. Sogar die Fahrräder haben einfach mal das Rücklicht. Sieht man wahrscheinlich auf der Kamera sein Rücklicht überhaupt gar nicht. Gefährlich, gefährlich. Aber ein Reflektor hier unten dran, ey. Na, müssen sie tanken. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Wo geht's jetzt überhaupt hin? Bitte? Wo geht's hin jetzt? Willst du noch keine Runde fahren? Am besten in die Richtung zu mir. Welche Richtung? Richtung Werther, da Spenge. Okay, machen wir. Machen wir. Ja. Auch am Selbstgespräche führen? Bitte? Auch am Selbstgespräche führen? Ja, ja. Welche mit dem das? Ich rede mit mir selbst. Nein, Leute, ich rede mit euch. Ich weiß, dass ihr mich gerade hört. Meine Abonnenten natürlich. Also, die hören mich vielleicht erst 5 Tage später, aber die hören mich. Ich glaube schon, dass die mich hören. Ich habe nur einen Akku dabei, ne? Ich dachte mir so, wie lange fahren wir? Keine Ahnung. Und ich hatte nur einen fertig geladen. Ich nehme wieder auf. Ich habe gerade erstmal pausiert, weil ich den Akku ein bisschen schonen musste. Ist nichts Spektakuläres passiert eigentlich. Außer, dass der mit der April ja erstmal schön einen abgewürgt hat. Beziehungsweise, ich glaube, Gang drin hatte, keine Ahnung. Ey, hier ist auch schon schön weihnachtlich geschmückt. Stau? What are those?
Irgendein random Typ am Fahrrad einfach mal voll Gas an aufdrehen. Alter, wie lang war der denn da bitte der Stau? Ich dachte, es wären nur ein paar Meter, aber es ging ja um kompletten Kurven rum und so. Mann, bin ich asozial. Hoffentlich hat er sich erschreckt. Oh, erschrocken. Die haben den Fahrradfahrer gemacht. Wie sah das denn aus? Der Fahrradfahrer. So nenne ich die Stellung auf dem Motorrad. Den Fahrradfahrer. Was man sich wohl gedacht haben muss. Wie die miteinander kuscheln, so dicht fahren die miteinander rum, ey. Hi! Hi. Ey, man sieht einfach deine Kennzeichenbeleuchtung bzw. dein Kennzeichen mehr als dein Rücklicht. Ich weiß, wie auch schon aufgefallen. Das Ding ist aber nicht zugelassen, oder? Was? Das Ding ist... Ich hab kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Kein Wort. Ja, hier ist ja Meckes. Sick. Meckes und ein Turmbaumarkt. Ich erinnere mich an das Dings hier, die Aktion, wo wir, ja, und noch ein Stoppie, die Aktion, wo wir nach Dings waren, nach, ja, keine Ahnung, wie das heißt, was? Ich hatte die Nummer. Die hat ne, nein. Ja, die ist aber besprüht, oder? Ja. Ist die foliert oder so? Keine Ahnung, der ist so blau. Weil die sieht nicht legal aus. Was? Unbrauner! Was ist? Unbrauner! Ruhig! Oh, dieser Geruch von der Zweitakter, ey! Oh, geil! Ich bin ja selbst Zweitakter gefahren, ne? Ich liebe diesen Geruch! Ich liebe ihn, Mann. Geil. Ich bin vermisst, den Geruch. Was schleicht der nicht so lang? Der Schleicher. Alles klar. Er chillt seine Base, sitzt auf seinem Motorrad, halb liegend. Kriege ich das gut drauf? Chillt sein Leben auf jeden Fall. Wenn er Bock hätte zu schalten oder so, könnte er es natürlich nicht, ne? Also Leute, nicht nachmachen, lebensgefährlich. Schön dieser Sound, ey, von dieser Zweitakter. Man, so ein richtig aggressives Schreien ist das. Macht ruhig. Ich überhole gleich auch. Ganz ruhig.
Haushaltsleiter sein. Ein liegendes Etwas kommt angerauscht. Okay, jetzt kann ich auf die beiden warten. Scheiße, jetzt muss ich hier ranfahren gerade irgendwo, wo es gut möglich ist. Wo ist es möglich ranzufahren hier? Okay, hier hätte ich ranfahren können. Aber hier ist blöd, direkt bei der Kurve. Der Autofahrer rastet aus. Angry Autofahrer. Ey, der Autofahrer konnte meine Freude fürs Überholen, glaube ich, nicht teilen. Oh fuck! Weißt du noch, wo du bist? Ja. Ja, okay. Wieso? Weil ihr nicht mehr. Ihr müsst da, wo wir gerade im Kreisverkehr waren, ne? Ja. Wenn ihr eine weiterfahrt und der Umleitung folgt, kommt ihr nach Bünde. Ah, so, okay, gut. Alter! Fahr du mal vor! Wo wollen wir denn hin?